zwei Monate blickt die Weltöffentlichkeit nun schon gebannt auf die Stadt Haran, seit dort eine bislang unbekannte, grausame Krankheit ausgebrochen ist. Es ist noch nicht klar, was die schreckliche Epidemie ausgelöst hat. Das dortige Verteidigungsministerium errichtete kurz nach dem Ausbruch eine Quarantänemauer. Die wenigen Überlebenden in der Stadt werden vom Global Relief Effort kontinuierlich aus der Luft versorgt. Doch obwohl der GRE den Einwohnern, die wegen der Quarantäne in Haran feststecken, helfen will, bis ein Heilmittel entwickelt ist, will das Verteidigungsministerium radikaler vorgehen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Die Frage ist, gibt es noch Überlebende in der Stadt, die nicht infiziert sind, wie der GRE behauptet? Und wird das Ministerium seinen Plan, die Stadt zu vernichten, um den Haran-Virus endgültig auszumerzen, auch dann in die Tat umsetzen, wenn dem so sein sollte? Ob aufgrund des Virus oder der Pläne des Ministeriums, eines steht fest: Harans Tage sind gezählt. Hat aktiviert. Beginne Briefing. Information. Kadir Suleiman, ein Politiker, der nach dem Ausbruch für Ordnung sorgen sollte. Sein Bruder Hassan fiel der Seuche zum Opfer, ehe wir ihn evakuieren konnten. Suleiman gab dem GRE die Schuld für Hassans Tod. Er stahl eine streng geheime Datei, mit der er den GRE erpressen will. Falls ihm etwas zustieße, sollte der Inhalt veröffentlicht werden. Informationen. Die gestohlene Datei enthält unvollständige Angaben zur Herstellung eines Heilmittels. Würde die Anleitung in dieser Form angewendet, wäre das Produkt äußerst toxisch. Die Datei enthält auch eine Beschreibung der Virionstruktur. Jeglicher Missbrauch könnte unzählige Leben kosten. Wir brauchen sie zurück. Details zur gegenwärtigen Lage. Suleiman schickte die Datei an einen unbekannten Helfer, der sie veröffentlichen soll, sobald er den Befehl gibt. Wir haben die Kommunikation der Stadt gestört, um ihn an der Veröffentlichung der Datei zu hindern. Ihr GRE-Funkgerät ist davon nicht betroffen. Es ist Ihr Joker. Verlieren Sie es nicht. Suleiman ist mittlerweile untergetaucht und benutzt einen anderen Namen. Wir vermuten, dass er nun eine der zwei Hauptfraktionen anführt, die in der... Wiederhole, finden Sie Suleiman und die Datei, um die Menschheit vor einer noch nie dagewesenen Katastrophe zu retten. Siehst du, das war kein Abwurffallschirm. Brecht ihm die Beine und bringt ihn zu Reis. Zurück mit euch! Los! Stopp! Lärm zieht sie an! Rückzug! Rückzug! Straße.
Mach die Tür auf! Tower, hier Jade. Krankenstation vorbereiten. Hab einen Kerl mit übler Kopfwunde und Biss am Arm. Mist, ist Amir verletzt? Nein, Amir ist tot. Aber ich bring euch jemanden, der überleben könnte. Einer von uns? Mal sehen. Kneif du ihn! Du hast Angst! Hab ich nicht! Dann kneif ihn! Er blinzelt! Was? Da! Schon wieder! Was, wenn er ein Zombie ist? Ah! Zombie! Lauf! Bleibst 3 Tage lang wie ein Toter und dann erschreckst du Kinder? Bleibst 3 Tage lang wie ein Toter und dann erschreckst du Kinder? Fängst ja gut an, 31. Wo bin ich? Im Paradies, siehst du doch. Gut, und jetzt mal im Ernst. Geh zu Raum 190. Der Boss brieft dich doch. Was soll das heißen, 31? Frag den Boss! Das ist deine Nummer. Zu gefährlich. Wegen dem ist Amir jetzt tot? Ruhe. Ach, scheiß auf Ruhe. Jetzt kriegt der Amirs Antizin. Wir gehen drauf, einer nach dem anderen. Und du bist? Crane. 31. Oh, okay. Was macht der Kopf? Der Kopf? Okay, hör zu. Bis der Boss es sagt, bist du nicht auf der Liste. Also red schleunigst mit ihm, dann kann's losgehen. Jetzt entschuldige mich. Hey, ich suche nach... Bist du der Boss? Bin ich dir zu jung? Probleme mit meinem Alter? Nein, ich... Du wolltest mit sprechen? Schon besser. Erinnerst du dich an irgendwas? Weißt du, wo du bist? Das hier ist wohl eine Art Zuflucht? Wir nennen es den Turm. Bracken und seine Kuriere haben das Ganze vor Monaten zusammengeschustert. Seitdem sind wir hier. Jagen nach GRE-Paketen, plündern und retten Leute. Ja, ich wollte der Frau danken. Gut. Wenn sie nicht wäre, würdest du schon an irgendeinem Schienbein nagen. Dein Antizin hat es übrigens nicht überlebt. Alles, was Jade retten konnte, war dein Funkgerät. Ja, toll. Könnte ich es wiederhaben? Tja, das brauche ich wohl dringender. Nee, Kumpel, da täuscht du dich.
Na gut, hier. Weißt du, wofür Kuriere ihr Leben riskieren? Für Kerle wie dich. Du nimmst Antizin, das für jemand anderes bestimmt war, und gibst selbst nichts ab? Ich habe jetzt echt keine Zeit für deinen Bullshit. Ich erreiche einen meiner Leute nicht, weil unsere blöden Funkgeräte alle im Arsch sind. Tust du mir einen Gefallen? Ich kann dich und dein kostbares Funkgerät nicht mehr sehen. Also mach dich woanders nützlich. Wir können im Turm keine faulen Säcke gebrauchen. Hey, das ist unfair. Ich bin nicht faul, ich... Hey, Boss. Verstecken. Dieser Kerl ist bloß im 13. Stock. Könnte aber genauso gut in der eingestürzten Mine stecken. Komm später wieder. Und ich bin nicht der Boss. Bin ja zu jung. Ich bin Rahim. Bracken hat hier das Sagen. Ich bin nicht faul. Das ist es, was man braucht. Kennst du das? Was sagt der Zombie zu seiner... Wir sitzen hier fest. Wir ratten in einem Käfig. Wie kommen wir hier raus? Wo willst du denn hin? Zum 13. Stock. Ich soll da was für Rahim holen. 13? Oh, scheiße. Das wird eklig. Aber wir müssen uns halt alle ins Zeug legen, oder? Crane hier. Wo waren Sie? Wir warten jetzt schon seit 70 Stunden auf Ihren Bericht. Was ist passiert? Ja, ich hatte das Funkgerät verloren, aber meine Deckung ist intakt. Noch kein Kontakt mit dem Anführer. Seine Identität ist noch nicht klar. Ich achte darauf, mich anzupassen. Verstanden. Die Zeit drängt, Crane. Denken Sie daran. Da wäre noch was ich... Ich wurde gebissen. Hab keine Symptome, aber hier heißt es, ich sei infiziert. Dann sollten Sie sich wohl schleunigst Antizin besorgen. Hilfe! Hilfe! Bitte! Was zum Geier? Verletzt. Bei der Flucht vor ihm. Gott! Du musstest ihn töten, nicht? Verdammt! Das war mein Bruder. Ich bin hier runter, um ihm zu helfen. Ruhig, alles wird gut. Ich hole Hilfe. Rahim, hier Crane. Bin im 13. Stock. Hör mal, deinen Mann hat's übel erwischt, als er vor einem Zombie fliehen wollte. Oh, scheiße. 31? Du hast Mark gefunden? Ist da unten sicher? Jetzt schon. Gut, bleib dort. Ich schicke Lena runter. Halt still. Lena wird jeden Moment hier sein. Du musst Verbandszeug auftreiben. Und Alkohol. Nimm beides zusammen. Das stoppt die Blutung. Bitte, mach schnell. Bleib ruhig, ja? Bin gleich zurück.
Okay, das ist alles, was Mark braucht. Versuchen wir's. Okay, wer ist verletzt? Er blutet ziemlich stark. Lassen Sie mich sehen. Aha, Moll und Alkohol. Primitiv, aber okay. Okay, danke. Ich übernehme das jetzt. Gut gemacht, 31. Stille Wasser sind tief. Schwamm drüber. Ich will mich nur bei euch revanchieren. Toll. Komm vorbei. Wir müssen über deine Rolle hier bei uns reden. Okay, ist erledigt. War ein Kinderspiel. Sonst noch was? Tja, mal überlegen. Rahim, du bist schlau genug, um gefährlich zu sein, weißt du? Omar hat mir von deinem Plan fürs Nest erzählt. Sprengsätze. Echt jetzt? Wie? Sprengstoff? Ach, hab ich nie komm. Gesagt. Du warst noch nie ein besonders guter Lügner. Ich weiß, was ich tue. Ja? Hältst dich wohl für unsterblich? Du bist nicht meine Mutter. Nein, Mutter ist tot. Also sei besser ein bisschen netter zu mir. Außer mir hast du keine Familie, gerade jetzt, wo Amir uns auch noch verlassen hat. Du bist Jade, ja? Genau. Ich wollte mich nur bei dir bedanken und dir sagen, wie leid mir die ganze Geschichte tut. Ich verdanke dir und Amir mein Leben. Ja, genau. Du willst dich revanchieren? Sorg dafür, dass mein Idiot von Bruder nicht drauf geht. Kein Sprengstoff, Rahim.